Hamburg, das ist die Stadt, aus der er kommt. Bamberg und Berlin, das sind die drei Orte, an denen er aktiv war bzw. aktuell gerade ist. Ich spreche von Basketballprofi Luis Olindi, meinem Gast in dieser Ausgabe, und Nationalspieler. Ich habe Luis nicht nur deshalb um ein Interview gebeten, weil er ein toller Basketballer ist, sondern auch deswegen, weil die Interviews, die er mir gegeben hat in der Vergangenheit, immer gut waren. Nach Siegen, das ist klar, aber eben auch nach Niederlagen. Da hat er nie abgewunken, war immer ehrlich, authentisch, keine Antworten von der Stange und immer fair. Davon könnt ihr euch ja gleich selbst überzeugen. Ein Hinweis noch, wir haben das Interview vor dem eigentlich geplanten Pokalfinal von München aufgezeichnet, das aber dann abgesetzt werden musste wegen Corona-Fällen bei Göttingen. Die Aussagen über die Ziele von Alba dort beim Final Four, die sind also immer noch aktuell. Und jetzt viel Spaß beim Zusehen und Zuhören. Ich bin schon ganz lange hinter dir her. Das war nicht ganz leicht, ein Terminmatch zu finden. Das liegt tatsächlich vor allem an dir. Ich kann ja mal kurz euren Spielplan beschreiben. Ihr habt ganz einfach bei 18 Mannschaften in der Liga sind das 34 Ligaspiele. Muss ich aufpassen, mathematisch. Genau, 34. Viele Teams. Ja, da habt ihr genauso Hin- und Rückspiel. Dadurch sind wir schon bei knappen 70 Spielen. Dadurch ergibt sich noch der Zusatzpokal. Da seid ihr im Final Four. Dazu werden noch die Playoffs kommen. Soweit sind wir noch nicht. Aber am Ende ergeben sich in so einer Saison, und das finde ich krass, wenn man sich das einfach mal auf der Zunge zu gehen lässt, wenn ihr sehr weit kommen solltet, und letztes Jahr war Alba Doublesieger, dann kommen da irgendwie um die 80 Spiele zustande. Hängt eben davon ab, wie man die Playoffs spielen muss und wie viele Spiele man braucht, um eine Runde weiterzukommen. Also schon, da kann sich jeder Fußballer kann sagen, ich habe einen einfachen Job. Nee, das stimmt schon, das sind sehr, sehr viele Spiele. Und das war in den letzten Jahren eigentlich nie so. Und durch das neue EuroLeague-Format und vor allem jetzt auch durch die einfach die zeitliche Begrenzung mit Olympia jetzt im Sommer, dass du alles wirklich dann in den Monaten fertig bekommen musst. Und natürlich auch mit dem Saisonstart durch Corona sind das sehr, sehr viele Spiele in einer sehr kurzen Zeit. Und das ist sehr, sehr anstrengend, macht aber auch viel Spaß, muss man sagen. Ja. Also ich habe auch Sport gemacht, aktiv. Ich habe immer lieber gespielt als trainiert. Ich denke, das geht eigentlich fast jedem so, der aktiv ist, dass er lieber sozusagen, ja, wirklich halt um Tore spielt oder Körbe, als sich Spielformen beim Training anzuhören. Aber das ist ja schon rein zeitlich kaum noch unterzukriegen, ein vernünftiges Training aufzubauen, weil zwischen Spielen gibt es ja auch noch Reisen. Ja. Und das ein oder andere, einen Sponsortermin oder vielleicht auch mal die ein oder andere medizinische Behandlung, also ein ordentliches Training zu machen, wird schwer, nehme ich an. Ja, auf jeden Fall. Es ist sehr, sehr schwer. Wir haben ab und zu dann mal zwei, drei Tage, wo wir nicht spielen, wo man dann mal ein, zwei Trainings einbauen kann. In der Regel ist es, kann nicht wirklich intensiv sein, auch nicht wirklich lang. Ich würde sagen, wir sind sogar relativ viel in der Halle dafür, dass wir so viel spielen, weil dem Trainer sehr, sehr wichtig ist bei uns, weil er halt er weiß halt sehr, sehr viel vom Basketball, und das ist halt sein Ansatz, durch Training werden. Daher machen wir schon relativ viel dafür, dass wir so viel spielen, aber so viel kriegst du nicht unter, wie du schon gesagt hast. Und man braucht einfach auch seine Zeit, um mal ein bisschen runterzukommen, auf den Körper aufzubauen, dann bleibt da nicht mehr so viel Zeit übrig. In der übrigen Freizeit, die du dann noch hast, bist du dann einer, der sich trotzdem noch mit Basketball auch beschäftigt, Social Media mäßig oder im Fernsehen? Oder sagst du, ich bin dann froh, wenn ich mal kein Interview machen muss? doch. Ich bin schon auch sehr Basketball begeistert, gucke auch viel Basketball, vor allem aber auch generell Sport einfach. Ich gucke sehr viel Sport. Ich muss aber sagen, dass es dieses Jahr, ist mir letztens aufgefallen, dass ich dieses Jahr weniger Basketball gucke als letztes Jahr, was einfach daran liegt, wie du schon gesagt hast. Also man spielt, ist dann mal zwei Tage zu Hause, und dann will man vielleicht auch einfach mal was anderes machen, über was anderes nachdenken und den Kopf einfach mal frei bekommen. Da muss man sich dann nicht wieder abends noch ein Spiel angucken. Also ich bin ein großer Basketball-Fan. Von daher reizt es mich natürlich auch, wenn mal so ein Top-Euroleague-Spiel läuft, was ja fast jede Woche ist, da es einfach diese Saison sehr viele gute Teams gibt, reizt es mich natürlich schon, und da kann ich dann auch, fällt es mir dann oft schwer, den Fernseher dann noch auszulassen.
Jemand, der aus dem Eishockey-Bereich kommt, hat zu mir gesagt, das Schöne an Corona ist, dass du jetzt jeden Tag Eishockey schauen kannst, weil die Termine so gedrängt sind, dass halt jeden Tag irgendwie ein Spiel ist. Das ist im Ja. Basketball nicht viel anders. Irgendeine Mannschaft spielt immer, entweder in der Euroleague, in der BBL oder im Pokal. Hängt da davon ab, wenn man auch als Zusehender mehrere Teams mag. Also man kann eigentlich nahezu jeden Tag ein Spiel sehen. Insofern gibt es hier keine Unterfütterung, nehme ich an, im Basketball. Ja, das glaube ich auf gar keinen Fall. Ich glaube, als Fan, da kann man sich schon glücklich schätzen, dass man jetzt so viel Basketball hat. Ich weiß noch, letztes Jahr, als die Bundesliga-Bubble war, also das Playoffs-Turnier, wo ich nicht mitspielen konnte, weil ich eine Schulterverletzung hatte, war ich auch sehr froh, einfach mal im Lockdown dann jeden Tag wirklich qualitativ hochwertigen Basketball sehen zu können. Und ich glaube, das geht auch vielen Leuten jetzt so. Wenn der Alltag jetzt vielleicht ein bisschen trist ist im Moment, weil man nicht so viel machen kann, keine Freunde treffen kann, ja, nicht weggehen kann abends. Ich glaube, da freut sich jeder oder jeder, der Basketball-Fan ist, auch darüber, dann irgendwie ja, fast jeden Abend mal ein gutes Spiel angucken zu können und einfach ja, auf andere Gedanken zu kommen. Das wäre die Freizeitfrage. Ihr müsst da unglaublich diszipliniert sein, letztendlich natürlich wie alle anderen auch. Aber wenn jetzt du oder einer von euch im Team sich infiziert, dann bedeutet das starke Konsequenzen. Ihr seid 2 Wochen raus aus dem Spielgeschehen. Und am Ende geht es um Geld und um die Gesundheit. Wie gehst du selber damit um, mit dieser Belastung Corona? Auch in der Freizeit dann halt mal nicht einfach rausgehen zu können, sondern da auch nicht nur am Platz im Sport diszipliniert zu sein, sondern dann eben auch daneben. Ja, klar, das ist eine Herausforderung. Also ich glaube, jeder Sportler liebt es einfach mal zwischen den Spielen, zwischen den Trainings, seine Freunde zu sehen, ein bisschen abzuschalten, wirklich auf andere Gedanken zu kommen. Und das ist natürlich jetzt nicht möglich. Das ist uns nicht möglich, genau wie allen anderen. Ja, keiner von uns will sich anstecken, keiner von uns will irgendwie ein Risiko für andere Leute sein. Von daher, ja, es ist viel Disziplin. Natürlich ist es jetzt auch einfach leichter, wenn so ein Lockdown ist und du auch gar nichts anderes machen kannst. Aber ja, diszipliniert zu sein, seine Freunde nicht zu treffen, ist schon, vor allem jetzt bin ich nach Berlin und es sind 2,5, es sind 2 Stunden nach Hamburg mit dem Zug, also von Tür zu Tür fast 2 Stunden. Ja, also ich glaube, in normalen Umständen wäre ich öfter zu Hause gewesen, jetzt auch hätte meine Familie gesehen, meine Freunde gesehen. Aber das geht natürlich jetzt nicht. Und ja, ich glaube, da können wir uns als Sportler nicht beschweren, weil wir wenigstens noch unseren Sport ausüben können. Da können wir uns dann auch genauso wie alle anderen auch in der Freizeit einschränken. Was natürlich, ja, tut weh und es nervt, aber es ist gehört leider dazu. Ich glaube, du hast mit allem, was du sagst, das ganz gut auf den Punkt gebracht. Das geht allen so. Und wir sehen ja so langsam Licht am Ende. Also mir geht es so und hoffe, dass das Licht auch immer heller wird und nicht wieder dunkler, weil halt irgendwie gerade ein Impfstoff nicht da ist oder so. Hoffen wir, dass der Weg langsam bergauf geht. Ja, genau. Warum ich auch so scharf drauf war, mit dir zu sprechen, was ich mir gemerkt habe, wir kennen uns aus Bamberg, da hast du gespielt, und du warst immer ein sehr guter O-Tongeber, das habe ich mir gemerkt. Ob Sieg oder Niederlage, klar, nach einer Niederlage geht keiner gern ans Mikrofon, aber du bist eben hin, du hast nicht abgewunken und man konnte dir, und das fand ich gut, dann auch ansehen, dass ihr verliert habt und du hast auch so geantwortet. Das fand ich gut. Ist das, worauf du achtest, auch dann wirklich authentisch zu sein, oder ist das automatisch? Warum ist das so? Ich meine, es gibt ganz viele Sportler, die geben da Standardsätze ab. Ja? Und bei mir ist es hängen geblieben, dass eben bei dir nicht der Standardsatz kam, gerade eben nicht in der Niederlage. Ja, freut mich natürlich zu hören, dass es authentisch rüberkommt. Ich glaube, es ist einfach, also man ist natürlich genervt nach einer Niederlage und man will nie verlieren. Aber es hat natürlich auch immer Gründe und ich glaube, ich bin auch ein großer Sportfan und hasse es auch, wenn dann irgendwie die Leute vor dem Mikrofon stehen und wieder das Gleiche sagen. Und ich glaube, natürlich kann man nicht immer alles preisgeben, was man fühlt und natürlich muss man sich auch ein bisschen zurückhalten. Aber es gibt ja Gründe dafür und solange das alles im professionellen Rahmen ist, glaube ich, kann man das auch erläutern und das ist doch. Ich glaube, tut einem selber im Team gut, das zu hören und auch auszusprechen. Und ist ja auch irgendwo der Job, dann als Profisportler ja, dann Interviews zu geben und dann auch irgendwie nach außen hin sich zu präsentieren und nach außen hin halt irgendwie zu den Fans auch mal einzugestehen, wenn es einfach mal wirklich scheiße läuft oder ja, auch mal einzugestehen, wenn man selbst persönlich nicht so gut spielt. Das gehört alles dazu und ich glaube, das ist ja, das ist das Profi sein, ja.
Wie reflektiert kann man sein nach einer Niederlage, gerade wenn sie knapp ausgefallen ist, wenn vielleicht die ein oder andere Ja. strittige Entscheidung dabei war? Manche kriegen das sehr gut hin. Du hast es gut hingekriegt zum Beispiel, eben das habe ich mir gemerkt. Aber wo ist dann auch ein Ende mit der Reflexion, weil halt irgendwo auch die Emotion vielleicht siegt? Ja, klar, na klar, wenn du vor allem ein knappes Spiel hast, was du vor allem auch gewinnen solltest eigentlich, wo du mal gegen einen Gegner spielst, den du eigentlich schlagen musst, dann sind natürlich hoch und dann muss man vielleicht einfach mal 2, 3 Minuten durchatmen und dann einfach, ja, einfach ein Profi sein und dann das Interview geben. Natürlich ja, ist man dann dem Reporter natürlich auch dann dankbar, wenn er es irgendwie kurz hält oder dich nochmal in die Wunde reinbohrt. Was natürlich aber auch der Job des Sportlers ist, das versteht man natürlich auch. Aber ich glaube, das ist auch viel zwischen Sportler und dem Reporter dann in dem Moment, weil der natürlich auch will, oder ich gehe mal davon aus, auch will, dass der Sportler dann danach nochmal nach der nächsten Niederlage und nach dem nächsten Sieg. Und ich glaube, wenn du das irgendwie im bestimmten Rahmen dann irgendwie professionell hinbekommst, ja, dann gehört es einfach und dann auch nach einer Niederlage ist man dann mal ja, auch höflich und erläutert das Ganze dann. Gute Einstellung. Ich kann nur sagen, wie gesagt, was meine Erfahrung mit dir betrifft, war das top. Ich hoffe, du hast dir das in Berlin erhalten. Dankeschön. Und es gab auch die gute Ich Seite, hoffe auch. die möchte ich ansprechen. 2019 seid ihr Pokalsieger geworden mit Bamberg. Und das war in der letzten Sekunde, kann man sagen, 2 Sekunden vor Schluss, Nikos Zisis, der den Ball da, den Dreier reingemacht hat, wo dann das Hallendach hochgeflogen ist. Ja. Was hast du von so einem, da haben Ja. wir auch danach ein kurzes Interview gehabt, das war natürlich positiv, völlig klar, aber was hast du von solchen Momenten noch im Kopf, die jetzt dann doch knappe 2 Jahre her sind? Ist das noch wirklich so minutiös in der Birne oder ist es auch schon wieder weit weg? Nee, das ist noch sehr weit vorne. Also daran werde ich mich, glaube ich, mein ganzes Leben erinnern. Also ja, also erstmal Pokalsieger zu werden, unglaublich. Aber dann auch noch mit den Umständen in der eigenen Halle mit dem letzten Wurf. Das kann man sich Besseres vorstellen. Das war unglaublich. Also die Emotionen sind da hochgekocht. Und ja, ich glaube, wie gesagt, ich werde mich immer daran erinnern, da bin ich mir sicher. Also habe die Situation noch ganz genau vor Augen, wie der Ball dann zu Patrick geht und der rüberspielt auf Lekos und das Ding reinhaut. Und dann nochmal das kurze Zittern. Alba nimmt die Auszeit und Luke haut das Ding da fast noch rein. Ja. Also das werde ich so schnell nicht vergessen. Ich habe es auch noch genau auf dem Schirm, wie das war. Und es waren noch 2, 3 Sekunden auf der Uhr. Es war nicht die allerletzte Sekunde. Es Ja, hätte genau. noch, und im Basketball hat man das alles schon gesehen, es kann auch noch was passieren. Es ist aber Gott sei Dank aus Bamberger Sicht damals nichts passiert. Jetzt bist du auf der anderen Seite. Da sind Das noch Leute stimmt. aktiv, die waren damals auch dabei. Ich nehme an, das war das ein oder andere Mal dann auch Thema oder ist es immer mal für einen kurzen Schnack oder so. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das kommt immer mal wieder hoch. Also ich meine, natürlich dann auch in der freundschaftlichen Ebene. Wir verstehen uns alle sehr, sehr gut im Team. Und ja, wir haben auch schon viele Spiele in den letzten Jahren gegen Alba verloren. Aber es ist natürlich immer ein guter Konter, wenn man dann mit dem Pokalfinale kommen kann, vor 2 Jahren. Ja, das ist natürlich immer da stichelt man sich immer hin und her. Und das ist natürlich ein gutes Argument, was man dann gerne bringt. Du bist eben gewechselt letztes Jahr im Sommer und das sind ganz unterschiedliche Clubs. Man kann schon mal sagen, Hauptstadtclub, Großstadtclub und das andere sozusagen, aber ein traditioneller Kleinstadtclub, wo Basketball die absolute Nummer 1 ist. Inwiefern lassen sich Alba und Brose Bamberg vergleichen oder auch nicht? Oh ja, wurde mich schon ein paar Zeit einmal gefragt. Und ich glaube, einmal, also die Liebe zu Basketball und diese alle Leute, die in den Verein arbeiten, wirklich für den Verein ja, fühlen und diesen Basketball einfach verkörpern. Ich glaube, das ist in beiden Vereinen gleich. Dann hast du sowohl in Bamberg und in Berlin halt die Jugendarbeit, die sehr, sehr wichtig ist, sehr, sehr wichtig war. Und ja, das ist in Berlin geht das noch ein bisschen weiter, würde ich sagen. Einfach noch ein bisschen mehr wirklich dann in die U10, U12 Bereiche, wo viele, viele Teams sind. Der Verein in Berlin ist natürlich jetzt hier Alba ist viel, viel größer als in Bamberg. Aber ich glaube, man hat in beiden Vereinen, man spürt diese Tradition. Also jetzt in Bamberg eher ja, kurz beziehungsweise mittelfristig in den letzten 10 Jahren, in Berlin natürlich auch Erfolge in den letzten 10 Jahren, aber dann auch noch ja, die unglaubliche Dominanz in den Jahrzehnten davor, die du vielleicht in Bamberg nicht auf diesem Level hattest. Aber ja,
Also es ist viele Ähnlichkeiten, aber wie gesagt, auch ein bisschen Unterschiede. Ich habe jetzt noch nicht so viel von dem Verein kennenlernen können durch Corona, noch nie in der Halle wirklich gespielt, dann auch als Heimspieler vor den Fans der Mercedes-Benz Arena kann ich natürlich jetzt nicht vergleichen. Aber ich bin mir sicher, dass das auch ein Riesenerlebnis ist, wenn das Ding mal voll ist, genau wie in der Bose Arena, wie es jedes Heimspiel einfach ausverkauft war und einfach eine richtig geile Stimmung. Und was natürlich auch ein bisschen schwer ist, in dieser Corona-Zeit nachzuvollziehen, ich habe es angesprochen, du hast es angesprochen, in Bamberg ist Basketball die absolute Nummer eins. Das heißt, wenn du da auf die Straße gegangen bist, hat sofort jeder gewusst, das ist Louis. Das ist in Berlin tatsächlich ein bisschen anders, weil es halt da logischerweise die Hertha gibt, Union gibt, es gibt Eishockey. Also es gibt eine ganz andere Konkurrenz an Veranstaltungen, an Sportveranstaltungen. Das ist wahrscheinlich im Moment gerade irgendwie schwer auch aufzuspüren, wie da die Stellung von Alba in der Stadt ist, weil man ganz einfach mit nicht so vielen Leuten sprechen kann. Ja, genau. Also, noch nicht so viel erlebt von der Stadt, noch nicht so viel gesehen, wie Basketball Rolle spielt, aber wie du schon sagst, es wird nicht das gleiche sein wie in Bamberg. Es ist natürlich viel, viel mehr Anonymität hier in Berlin, auch als Sportler, glaube ich, aber auch als Hertha-Spieler und Union-Spieler. Ich glaube, natürlich werden die viel, viel mehr erkannt als wir, aber ich glaube auch, dass die einfach mal essen gehen können, ohne dass sie jemand erkennt, einfach weil Berlin so groß ist, so viele Menschen in Berlin sind und es gibt auch viele Menschen, die Sport einfach überhaupt nicht interessiert. Also, ich meine, es gibt so eine große Kunstszene hier, Musikszene in Berlin. Ich glaube, da gibt es viele Leute, die sich auch bei den Hertha-Spielern umgucken und denken, ich will das jetzt. Also, aber ich glaube, dass diese Anonymität hat natürlich Vor- und Nachteile. Also dann einfach mal in die Stadt zu gehen, ohne angesprochen zu werden, ist natürlich auch schön. Aber in Bamberg hatte man immer das Gefühl, es war nicht penetrant, sondern es war einfach, war schön irgendwie, dass die Leute ja einfach anerkannt haben. Und das war so ein bisschen eine Bestätigung für die harte Arbeit, die man macht, wenn sie dann nach einem guten Spiel zu einem gesagt haben, hey Luis, cooles Spiel, können wir ein Foto machen? Da hat man sich natürlich dann immer gefreut. Aber ja, also mal hier in Berlin, ich bin mal gespannt, wie es ist, aber ich glaube, das wird viel, viel weniger sein, als dann jemand dann erkennt, ja. Es wird aber auch wieder kommen, eben hoffen wir im Herbst schon, dass wieder Fans in den Hallen möglich sind. Und dann hast du quasi ein zweites neues Jahr, wo du dann weitere Erfahrungen machen kannst. Kommen wir zum Sport. Ihr seid quasi in allen Wettbewerben vertreten gewesen, haben wir angesprochen. Meisterschaft Platz 2. Ich denke, das läuft soweit nach Plan. Pokal Final Four müssen wir gleich kurz klären. Wir zeichnen vor dem Final Four auf. Wenn wir ausstrahlen, ist es schon vorbei. Und Euroleague. Wart ihr auch, habt ihr unglaublich gute Spiele hingelegt, aber auch ein paar Niederlagen. Da ist quasi der Schnitt erstmal sozusagen Platz 8. Das habt ihr nicht geschafft. Bayern hat es geschafft als erstes deutsches Team. Wie bist du mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden? Ja, ich glaube, wie du gesagt hast, also Euroleague, fangen wir mit der Euroleague an. Also ich glaube, wir haben wirklich gute Spiele gehabt. Wir haben viele Verletzte gehabt die ganze Saison über jetzt. Also wir haben wirklich auch dann mal mit 10, 11 gespielt. Ich glaube, dafür haben wir einen guten Job gemacht. Ich glaube, wir hatten viele, viele knappe Spiele, die wir am Ende auch hätten gewinnen können, die wir verloren haben. Ich glaube, das zeigt sich dann auch in unserer Statistik oder unserer Bilanz. Ich glaube, wir haben 11 oder 12 Spiele gewonnen, hatten aber am Anfang der Saison standen wir, glaube ich, mal bei 7-7 oder 7-8. Von daher ja, haben dann eine Strecke gehabt, wo wir viele, viele Spiele verloren haben. Was natürlich dann irgendwie auch ein bisschen was wehtut, vor allem wenn es so knappe Spiele sind. Aber ich glaube, wir haben uns gut präsentiert in jedem Spiel und ja, auch Schritte nach vorne gemacht. Und ich glaube jetzt zum Beispiel die Bayern. Natürlich Respekt, was die abgerissen haben in der Euroleague dieses Jahr oder hoffentlich auch noch weitermachen. Das haben wir leider nicht geschafft. Ich glaube, das lag einmal daran, dass wir vielleicht nicht so viel Erfahrung haben wie die Bayern oder auch einfach Verletzungspech hatten und die knappen Spiele, die die Bayern dann immer wieder gewonnen haben, leider verloren haben. Und ich glaube, sonst, ja, Bundesliga sind wir auf Platz 2, haben jetzt letzten ja, paar Wochen unglückliche Spiele verloren, muss man auch sagen. Jetzt haben wir gegen Hamburg verloren, was nicht nötig gewesen wäre auf jeden Fall. Dann haben wir ja, einfach Spiele, auch knappe Spiele gehabt, jetzt gegen Gießen nicht so ganz liefen, wie wir es uns erwünscht haben. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen können wir zufrieden sein. Also ich glaube, wir machen Schritte nach vorne. Und natürlich jetzt kommen wir mal wieder so Phasen, wo es nicht so gut läuft, aber ja, es wird Schritt für Schritt wird es besser, werden wir ein besseres Team. Und spielen auch sehr gut. Und dann Pokal Top 4 natürlich unser Ziel gewesen. Und
Ja, wir spielen jetzt gegen Göttingen und dann hoffentlich ein Finale gegen Ulm oder Bayern. Und deswegen wollen wir natürlich gewinnen. Und ja, mal sehen, was das Wochenende ja, mitbringt. Aber ich glaube, da können wir nach dem Top 4, können wir dann mal die erste Bilanz ziehen und einfach mal gucken, ja, wie wir stehen und welche Ziele wir bisher erreicht haben. Die letztes Jahr war ja überragend, quasi mit dem Double ist das offizielle Zielsetzung, die Titel zu wiederholen. Oder ist es eher so, alles kann, nichts muss? Also unser, ja, also ich glaube, jeder von uns will den Pokal gewinnen und will auch die Meisterschaft gewinnen. Das ist gar keine Frage. Ich glaube, wir haben eine sehr, sehr gute Chance. Also ich glaube, es gibt starke Teams dieses Jahr und wir sind eines der starken Teams. Ich glaube, Ludwigsburg sehr stark dieses Jahr. Bayern natürlich sehr stark. Hamburg macht sich sehr gut jetzt in den letzten Wochen. Aber wir wollen, ja, wir wollen Meister werden und Pokalsieger. Und ja, ich glaube, wenn wir das am Ende des Jahres nicht schaffen, sind wir, glaube ich, auf eine gewisse Art und Weise enttäuscht. Aber ja, unser Ziel oder unsere Philosophie im Verein ist natürlich auch, besser zu werden. Also als Individuum und auch als Team Schritt für Schritt besser werden. Aber wenn wir ehrlich sind, dann ist natürlich der Pokal und die Meisterschaft auch das Ziel. Hast du das Gefühl, als Louis, als Individuum stärker geworden zu sein jetzt im letzten Dreivierteljahr? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ich glaube schon. Also ich konnte viel, viel lernen, konnte viele Erfahrungen sammeln. Erste richtige Euroleague-Saison, würde ich mal sagen. Ja, viel auf dem Feld gestanden. Und ja, dann natürlich ein Trainer wie Aito oder der Staff auch um Aito herum, die viel Ahnung haben vom Basketball und einfach auch eine andere Herangehensweise, die man dann lernt und lernt, damit umzugehen und die umzusetzen. Und ich glaube, ich bin besser geworden. Also ganz, ganz eindeutig. Und ja, ich glaube, das spiegelt sich auch im Team wieder. Das Team wird Schritt für Schritt besser. Wir Neuen haben uns sehr, sehr gut integriert und lernen Tag für Tag weiter diesen Spielstil umzusetzen auf dem Feld. Ich habe eine Frage noch zu dem Pokal. Wie gesagt, wir zeichnen das gerade vorher auf. Ich möchte wissen, ob du abergläubisch bist, weil es gibt im Medienbereich gibt es ein beliebten Trick. Wenn man vorher aufzeichnet, macht man zwei Versionen. Eine, ihr seid erfolgreich und eine, ihr seid nicht. Das machen wir jetzt nicht. Aber wärst du Okay. da abergläubisch? Ich kenne da Sportler und Sportlerinnen, die sagen sofort, nee, ich mache das nicht, weil ich sage jetzt nicht, wir gewinnen und dann geht es den Bach Ja, runter. Wie bist du ja, da gestrickt? ja. Ich habe mir nie drüber nachgedacht, aber ich würde es, glaube ich, auch eher ungern machen. Also ich glaube, es ist, man sollte das Karma oder das schlechte Glück nicht, ja, schlechte, das, ja, schlechte, das Pech nicht herausfordern. Ich glaube, wir lassen es einfach mal mit der ehrlichen Version. Ja, Absolut. ich glaube, das ist besser. Das tue ich dir auch nicht an, aber man kann damit ganz gut fragen, so wie jemand, ob er jemand Ja. den rechten Schuh zuerst anzieht. Machst du das, den rechten? Nee, das mache ich nicht. Ich weiß nicht, welchen ich als erstes anziehe. Sehr gut. Mich interessieren noch zwei Sachen. Die eine ist, du hast es in der Story geteilt vor ein paar Wochen. Der Basti Dorit, Kollege aus der BBL, kennst du auch, Kapitän in Bayreuth, der macht jetzt einen Podcast. Es gibt einige Basketball-Podcasts. Er macht einen, der sich so, zumindest haben die das in der ersten Folge, die habe ich mir angehört, gesagt, die wollen sich um die deutschen Spieler kümmern. Das ist so der Hauptpunkt. Da sagen die Basketball-Podcasts, die es gibt, die tun das nicht so. Das ist so ein bisschen eine Lücke, die die sehen. Zweigeteilte Frage. Das geht so ein bisschen das, was ich vorhin schon gefragt habe. In deiner Freizeit, hörst du dir das dann noch an? Hörst du dir auch Basketball-Podcasts noch an? Und das Zweite eben, findest du, dass sich das lohnt, auch wirklich die deutschen Spieler so in den Fokus zu stellen? Findest du, da gibt es Nachholbedarf? Ja, ich höre mir gerne was über Basketball an. Also wenn Basti sowas postet und auch ja, dafür Werbung macht, dann unterstützt man natürlich gerne und hört sich das dann auch mal an, was er da macht. Und ich glaube schon, dass das irgendwie ist eine coole Sache. Also ich meine, ja, als deutscher Spieler oder als auch ja, als Basti Dorit jemand, ein Gesicht der Liga, einer der Aushängespieler, deutschen Aushängespieler in der Liga, dann so einen Schritt macht und auch darüber redet. Und wenn er sagt, dass da irgendwie noch Bedarf ist und glaubt, dass er das cool hinbekommt, das ist, glaube ich, eine sehr, sehr coole Sache. Weil natürlich im Basketball-Podcast oder Basketball-Berichterstattung geht es dann oft ja, ums Basketball generell oder auch viel um ausländische Spieler, die dann, ja, wie es halt ist, meistens, oder was heißt meistens besser sind, will ich gar nicht sagen, aber vielleicht einfach so ein bisschen mehr,
Ja, es gibt mehr davon, es gibt mehr gute Amerikaner und über die sich besser berichten lässt. Oder es lässt sich besser über die NBA berichten, weil da mehr ja, Publicity ist, mehr Geld hinter ist und einfach es vielleicht auch mehr Leute interessiert als die BBL oder die deutschen Spieler in der BBL. Ich glaube, es ist eine coole Sache, einfach mal so ein bisschen einfach mal von der anderen Seite ranzugehen und auch das mal ein bisschen zu beleuchten und Leuten zu zeigen, wie cool es ist. Ja. Und wir hatten noch nie so viele, es lohnt sich, du hast völlig recht, wir hatten noch nie so viele Deutschspieler in der NBA. Und ich denke, das geht ja auch immer darum, den Basketball zu verorten in Deutschland. Da ist er immer im Kampf mit Eishockey und Handball auch. Und da geht es natürlich auch darum, sozusagen, ja, um so ein bisschen auch Stars zu machen, dann einheimische Stars. Und ich denke schon, dass sich das lohnen kann. Wo siehst du den Basketball? Das ist ja immer Thema auch Nationalmannschaft. Das gelingt im Handball sehr gut, alle unter einen Hut zu kriegen. In der Nationalmannschaft Basketball ist es schwierig, die in der NBA sind, auch wirklich nach Deutschland oder zu einem Turnier zu kriegen. Hat viele Gründe, oft versicherungstechnische Gründe, komplexe Beschreibung. Aber viele sagen, die Nationalmannschaft müsste ein Zugpferd sein und das funktioniert nicht so richtig. Deswegen stottert manchmal der Basketball in Deutschland. Wie siehst du das? Sehe ich ein bisschen anders, muss ich sagen. Also ich glaube, dass der Basketball große Schritte nach vorne macht oder auch gemacht hat in den letzten Jahren. Ja, immer bekannter würde ich sehe das zum Beispiel bei meinen Freunden oder die Freunde meiner Freunde irgendwie, die auch immer mal wieder gerne dann auf DAZN oder sowas in den letzten Jahren mal irgendwie ein Spiel, eine Champions League geguckt haben, was vielleicht das höchste Niveau ist, aber einfach das da gesehen haben, wo sie normalerweise Fußball gucken oder andere Sportarten und dann auch mal Basketball geguckt haben, sich das mal angeguckt haben. Oder dann NBA-Spiele auf DAZN, sogar lange wach bleiben, um sich so ein Spiel anzugucken, wo du dann auch deutsche Spieler hast, mit Daniel, mit Moritz, mit Isaac, Alzea, natürlich Dennis, Maxi, wer ist noch alles da? Also es werden immer mehr deutsche Spieler, die auch wirklich eine Rolle übernehmen. Und ich glaube, das spiegelt sich dann auch in der Nationalmannschaft wieder, in der Bundesliga wieder. Du hast sehr, sehr starke deutsche Spieler auch in Deutschland hier. Und ja, ich glaube, dass die Nationalmannschaft auch eigentlich einen guten Job macht. Also jetzt natürlich mit der WM in China wissen wir alle, es ist nicht so gelaufen, wie es geplant war. Aber ich glaube, dass diese Bereitschaft von den Spielern in der USA auch immer wieder diese Turniere mitzuspielen, also weiß nicht, Dennis oder Maxi oder Daniel, die dann rüberkommen und sagen, klar, die haben Bock auf die Nationalmannschaft, ist, glaube ich, auch nicht unbedingt selbstverständlich, wenn man sich anguckt, dass die ganze Saison abreißen. Ich glaube, wir hatten mit Dirk dann die letzten Jahre so viel Glück, wie jemand, also so ein Superstar, der immer gesagt hat, ja, natürlich spiele ich, natürlich spiele ich, dass man das irgendwie als selbstverständlich gesehen hat, weil er das so rübergebracht hat. Aber ich glaube, dass es für die nochmal eine Riesenbelastung ist, dann auch den Sommer zu opfern und zu sagen, okay, ja, ich spiele 90 Spiele in der Saison, habe die 2, 3 Monate, aber ich mache keinen Urlaub, sondern ich fahre nach Deutschland ins OSP in Heidelberg und mache da die Vorbereitung und bin irgendwie für mein Land und meine Nationalmannschaft da. Das finde ich richtig geil. Und hoffentlich kommen dann die sportlichen Erfolge dann auch die nächsten Jahre. Da bin ich mir auch sehr sicher. Und dann glaube ich, ist es auch was für eine Nationalmannschaft, die dann auch ein ja, Aushängeschild ist in Deutschland und das natürlich dann auch wieder Leute zum Basketball führt, wenn man dann sieht, okay, die Nationalmannschaft hat sich zum Beispiel für Olympia qualifiziert, wenn wir es schaffen sollten jetzt im Sommer. Dann gucken Leute Olympia, gucken vielleicht die Basketballer und Schritt für Schritt und dann, weiß ich nicht, Meisterschaften, Weltmeisterschaften, die natürlich dann auch irgendwie ja, die Medienpräsenz bringen und einfach den Sport noch weiter pushen. Ja. Du bist also optimistisch und hast Dennis Schröder angesprochen, der unterstützt zum Beispiel, ist da in verantwortlicher Position, finanziert da auch mit in Braunschweig jetzt das Basketball. Grundsätzlich tolles Engagement auf jeden Fall, das in die Richtung geht, die du jetzt gerade beschrieben hast und die sozusagen auch der Basti fordert, Basketball fördern in Deutschland. Ja, ich glaube, es ist eine geile Sache, was der da macht. Also irgendwie seinen Heimatverein zu kaufen, ist natürlich auch mal und dann aber daraus auch wirklich was zu machen, sagen, nee, ich will jetzt nicht so viel Profit wie möglich daraus machen, sondern ich will die Identität aufbauen, ich will deutschen jungen Spielern helfen, sich zu präsentieren auf ja, Bundesliga-Niveau und dann vielleicht sogar den nächsten Schritt zu machen, wie Karim irgendwie dann vielleicht auch für die NBA interessant zu werden und einfach ja, deutschen jungen Spielern diese Plattform zu bieten. Sehr selbstlos, wie er das macht, ist was sehr Besonderes. Ich glaube, da können wir ihm alle sehr dankbar sein, dass er das macht.
Und ja, es ist schön zu sehen, dass es auch mit ja, ein bisschen mit Erfolg verbunden ist. Ich glaube, Braunschweig hat sehr, sehr gut angefangen die Saison. Jetzt so ein bisschen so im Mittelfeld jetzt. Aber auch große Siege gefeiert, wie jetzt auch gegen Bayern. Es ist cool zu sehen, dass da sowas, ja, dass so ein Konzept da ist und auch erfolgreich ist. Ich habe noch einen Block, Themenblock Hamburg. Ich fand es spannend. Ich hätte nie gedacht, dass das nochmal sozusagen so einen Dreher kriegt. Ich habe vor ein paar Jahren eine Sendung gesehen, die hat sich eigentlich erstmal gar nicht mit Basketball beschäftigt. Ging um Stadtteilentwicklung in Hamburg. Und da ging es um deinen früheren Club da, der da eine integrative Wirkung hat und ein bestimmtes Projekt auch erzählt und versucht umzusetzen. Und das war Teil in dieser Doku über diesen Stadtteil. Und wahrscheinlich bist du sogar in diesem Film durchs Bild gelaufen. Das war aber nicht dieser Starting Five, nicht, dass wir das verwechseln, sondern das war eine öffentlich-rechtliche Reportage über einen Hamburger Stadtteil. Und ich finde es jetzt spannend, sozusagen, dass ich mit dir spreche, der ein Teil dieses Clubs war. Das ist eine spannende Entwicklung, die das genommen hat. Was mich jetzt mal interessiert, können wir gleich noch drüber sprechen, über den Club, aber über diesen Stadtteil, in dem das stattfindet, das wurde so ein bisschen, erinnere ich mich in diesem Film, als sozialer Brennpunkt geschildert. Ist es so? War ja irgendwie dein Hut. Ja, also Wilhelmsburg oder sagen wir mal die Piraten Hamburg, aus denen das Ganze entstanden ist, ja, die Hamburg Towers, war erst eine JBWL-Mannschaft, dann eine NBWL-Mannschaft. Und wir haben immer in Wilhelmsburg trainiert. Und Wilhelmsburg ist ein Stadtteil, ja, ich würde sagen, einfach ein Stadtteil, ein großer Ausländeranteil und auch ja, nicht viel Geld da, würde ich einfach mal sagen. Also ja, Jugendliche, die viel auf der Straße unterwegs sind oder einfach, ja, einfach, ja, ein Elternhaus, die vielleicht einfach sozial benachteiligt sind, wenn man das so sagen kann. Und Marvin, unser damaliger Trainer und jetzt der GM von Hamburg, einfach ein unglaublicher Mensch, der dann gesagt hat, okay, ich will in diesen Stadtteil bewusst rein und ich will da Basketball irgendwie mit Jugendarbeit, mit Sozialarbeit verknüpfen, irgendwie Kinder versuchen, mit Basketball von der Straße zu holen. So ein bisschen dann mit NBBL, JBBL als Aushängeschild, also irgendwie da, wo man hin will. Und wir Jungs, die dann in der NBBL, JBBL gespielt haben, waren gar nicht unbedingt aus Wilhelmsburg, aus dem Stadtteil, aber kamen dann vielleicht aus den besseren Stadtteilen wie Winterhude oder Eppendorf, aber haben dann da trainiert. Und dann im Sommer gab es dann Camps mit jüngeren Kindern, auch aus, ja, aus Wilhelmsburg dann hauptsächlich, die dann irgendwie durch Basketball, wie gesagt, irgendwie von der Straße ein bisschen gekommen sind und auch irgendwie so diesen Leistungssport für sich entdeckt haben oder ja, einfach Basketball auch als irgendwie Leidenschaft entdeckt haben und hat dann da Werte vermittelt. Also Respekt, die im Leistungssport oder im Sport sehr wichtig sind, Respekt, Teamarbeit. Und ja, daraus ist das Ganze entstanden. Und ich glaube, dass in Wilhelmsburg, dann gab es die internationale Gartenschau und die internationale Bauausstellung da. Und daraus ist dann die Halle da entstanden. Da wurde dann irgendwie so der Stadtteil ein bisschen erneuert, ja, neue Häuser gebaut, ein bisschen ja, der Marktplatz da entwickelt und sowas. Und dann halt Basketball als die Halle. Und ich find's geil, dass es in Wilhelmsburg ist. Also ich meine, man hätte das Ganze auch irgendwo in einem besseren Stadtteil oder irgendwo, ja, weiß ich nicht, ja, einem besser erreichbaren Stadtteil, wie auch immer, einfach machen können. Aber ich glaube, es war Marvin sehr wichtig, dass er da diese Anbindung nicht verliert und auch nicht aus dem Auge verliert, woraus das Ganze, ja, wo der Sinn des Ganzen am Anfang war. Und das war Sozialarbeit und auch dieses, ja, einfach dieses Kinder helfen und durch Sport irgendwie ein besseres Leben zu bieten. Das ist eine Erfolgsgeschichte, glaube ich, kann man so sagen, auf jeden Fall. Das Soziale Ja. und das Sportliche, aber auch, wie gut die geworden sind, kann man vor einigen Tagen, konnte man das sehen, die haben euch geschlagen, Hamburg Towers. Also auch da sozusagen das, was dann professionell erwachsen ist, funktioniert auch. Ja, also ich meine, ja, es ist aus dem Nichts entstanden. Und jetzt gibt es diesen Verein seit 2 Jahren, oder den Verein nicht, aber die Bundesligamannschaft seit 2 Jahren, vielleicht den Verein seit 6, 7 Jahren. Und dann einen Schritt gemacht, Pro A aufgestiegen, letztes Jahr ein sehr, sehr schwieriges Jahr gehabt. Bist natürlich auch ein bisschen Glück gehabt, dann mit Corona, dass irgendwie dann sportlich, oder wahrscheinlich wären sie sportlich abgestiegen, aber konnten dann in der Liga bleiben. Und dieses Jahr dann einfach alles richtig gemacht. Also einen unglaublichen Trainer verpflichtet mit Pietro Kajes, Spieler, die bocken, die. Junge, hungrige Spieler, die einen überragenden Job machen. Also wir haben zweimal gegen Hamburg verloren.
Und wie gesagt, ich glaube, wir sind eins der stärksten Teams, der zeigt schon, was daraus geworden ist. Und es freut mich unglaublich, dass das irgendwie jetzt so in Hamburg, dass Hamburg jetzt in der Bundesliga, guckst auf die Tabelle, sind wir auf Siebter oder Sechster, Siebter. Und das ist einfach Hamburg, was so vor 6, 7 Jahren einfach unvorstellbar war, dass mal Hamburg ein Playoffs-Team in der Bundesliga ist. Und das ist sehr geil. Und das freut mich auch natürlich sehr für die jungen Spieler in Hamburg, die dann irgendwie bei den Towers in der MBBL/JBL spielen und dann ja, dieses Profiteam sehen und darauf hinarbeiten können und dann vielleicht sogar irgendwann mal ja, nicht mal von zu Hause weg müssen, um dann in der ersten Bundesliga Basketball spielen zu können. Das ist was Cooles und ich glaube, das sollte jeder wertschätzen. Und das ist, freut mich sehr für die Stadt und für natürlich auch für Marvin und irgendwie für den Basketball, für die ganze Community. Das ist echt schön. Ich weiß nicht, wo man diesen Starting Five Film, der war im Kino, wo man den irgendwie sehen kann, kaufen kann auf DVD. Lohnt sich Ja. sicherlich, das mal anzuschauen, um da einen näheren Einblick nochmal zu haben. Und da spielst ja du eine Hauptrolle da drin. Ich habe Ja, hab noch zwei Fragen an dich. Die eine ist, du kommst aus einer quasi Basketballfamilie und hast sicherlich das ein oder andere Talent damit automatisch mitgekriegt. Bist du dann jemand, der trotzdem hart gearbeitet hat? Oder eher neigst du dazu, dich auch ein bisschen auf dein Talent zu verlassen? Wie bist du da gestrickt? Also ich zum Beispiel, ich lebe immer so von meinem Talent. Ich bin immer, man muss mich überreden, Gas zu geben. Es gibt aber andere, die haben schon Talent und geben trotzdem immer extra Gas. Wie bist du da gestrickt? Ich bin jemand, glaube ich, der hart arbeitet, also der auch sich nicht auf dem Talent ausruht. Ich glaube, dass natürlich habe ich Talent. Meine Eltern haben beide Basketball gespielt und so das Gefühl für Basketball war einfach schon sehr, sehr früh da bei mir. Aber ich glaube nicht, dass es einfach reicht, Talent zu haben. Und ich glaube, so viel Talent habe ich auch nicht, dass ich einfach jetzt ohne wirklich hart arbeiten zu können oder ohne hart zu arbeiten, dann irgendwie in der Bundesliga zu spielen. Ich glaube, das ist nur bei wenigen Leuten so. Und ich glaube, es ist wichtig, immer hart an sich zu arbeiten und ja, ein Ziel vor Augen zu haben und ja, alles dafür zu tun, dass man dieses Ziel erreicht. Und das ist ganz egal, wie viel Talent man hat oder wie, ja, wie untalentiert man ist. Ja, es geht darum, hart zu arbeiten und ja, und dadurch hoffentlich seine Ziele zu erreichen. Also es gibt dir bisher recht, du bist ja, ich weiß nicht, was deine Ziele mal waren, aber ich vermute, du bist ja auf ganz gutem Wege. Also so schlecht kann es nicht gewesen sein. Die letzte Frage, die ich habe, ich weiß nicht, was nimmst du dir konkret vor? Du sagst, wiederholt deutscher Meister werden. Also was sind deine konkreten Ziele? Die Frage baue ich jetzt noch ein. Also für dich jetzt persönlich auch. Okay. Ja, natürlich jetzt erstmal kurzfristig mit Alba Meister und Pokalsieger zu werden, ganz klar. Und ja, längerfristig oder hoffentlich mittelfristig auch in die NBA zu gehen und ja, in der NBA zu spielen. Das ist immer noch mein großes Ziel. Und ja, da muss man sehr viel Arbeit reinstecken, um das zu erreichen. Natürlich gehört auch ein bisschen Glück dazu und Talent. Aber ich glaube hauptsächlich harte Arbeit. Und das ist mein großes Ziel, mein großer Traum. Und ja, dafür arbeite ich jeden Tag. Ich sage schon mal jetzt viel Glück dafür. Und meine letzte Dankeschön. Frage ist, du warst eine Zeit lang in Bamberg, da ist relativ gebräuchlich der Gruß Servus, den man früh, Mittag, Abend sagen kann. Du kommst aus Hamburg, da sagt Moin geht immer. Ja, also egal zu welcher Ja, Tageszeit, ist das quasi stimmt. analog. Ich weiß jetzt nicht, was man in Berlin sozusagen als Grußformel üblicherweise den ganzen Tag über verwendet. Das kannst du Ja. mir vielleicht sagen, aber in Unkenntnis dessen. Bist du der Servus-Typ oder der Moin-Typ? Das ist ganz witzig. Also natürlich früher immer Moin, aber dann, als ich nach Bamberg gekommen bin, habe ich mir auch Servus schnell angewöhnt. Und war dann aber, ja, hat dann nicht mehr hier nach Berlin gepasst und bin dann einfach wieder zurück zu Moin. Ja, keine Ahnung. Also es geht hin und her, aber in den 4 Jahren in Bamberg war dann auch schnell bei Servus, muss ich ehrlich gestehen. Ja, geht dann so oder so schnell. Also ich glaube, Ja, genau. wenn jemand aus Süddeutschland irgendwie in den Norden geht, beruflich oder eben wie du als Profi zum Spielen, dann landet man Ja. schnell bei den Gepflogenheiten. Von daher Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. ist da Auf jeden Fall. Flexibilität gefragt und das kann man ja auch locker machen. Am Ja. Ende heißt es dasselbe. Ja. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, im wirklich engen Plan. Freut mich, Ja, freut mich sehr, sehr sehr. gerne. Und erhalte dir diese Authentizität bei den O-Tönen. Und ja, ich wünsche euch Erfolg Ja. als Alba für die Restsaison.
Das Pokalproblem haben wir schon gelöst. Da müssen halt jetzt die Zusehenden dann gucken, wie das ausgegangen ist dieses Wochenende. Aber wie gesagt, Meisterschaft seid ihr ja auch on fire auf jeden Fall und habt gute Chancen da zu bestehen. Viel Glück dabei, persönlich mit dem Team. Alles Gute und ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Ja, Dankeschön. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir echt Spaß gemacht.